spannend ist auch das, was meine erste Gesprächspartnerin als Idee umgesetzt hat. Sie ist eine Frau, eine junge Frau, die man in keine Schublade hinein kann. Sie hat als Fotomodell gearbeitet, war Tauchlehrerin, ist als Künstlerin unterwegs und hat hauptsächlich eine Passion, die mich besonders interessiert. Sie kocht gern. Aber nicht einfach so. Sie kocht am liebsten aus Abfall. Ja, der hat richtig verstanden. Wenn man nämlich so ein bisschen schaut, Statistiken, die die WHO kürzlich publiziert hat, dann landen jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel nicht auf dem Tisch, sondern im Abfall direkt entsorgt. Und auch die Schweiz ist kein gutes Beispiel. 2 Millionen Tonnen werden über den Ladentisch verkauft und nicht gegessen, sondern direkt entsorgt. Das ist 30% von allen Lebensmitteln, die bei uns unter die Leute kommen. Ja, und wenn man jetzt aus Abfall etwas kocht, dann sind wir natürlich gespannt. Erstens mal, geht das? Wie schmeckt es? Und da weiss Lauren Wildpolz genau Bescheid. Herzlich willkommen! Lauren, schön, dass ihr da Du studierst an der Hochschule für Kunst und hast ein Projekt für deinen Bachelor-Abschluss gemacht, nämlich diesen Sommer sozusagen eine Gassenküche aufgestellt und hast Leute verpflegt. Und das ist alles, was man auf der Tower gefunden hat, frisch aus dem Abfall gekommen. Wie haben da die Menschen reagiert? Also, es waren Lebensmittel aus dem Abfall. nicht Zigarettenstümmel oder so. Genau. Aber, es ist sehr gut angekommen. Also, es ist in der Zeitung gestanden und wir haben Leute von überall besucht, haben gratuliert, haben genussvoll gegessen. Also, die Idee war natürlich auch, dass wir so Gourmet-Menüs gekocht haben. Ich hatte auch viele Helfer. Ich habe nicht nur allein all die Leute verpflegt. Also, ja. Jetzt fragt man sich, findet man denn überhaupt genug Abfall im Müll, wo man daraus tolle Menü machen kann? Ja, das ist ja genau die Sache oder der Inhalt des Projekts, dass man eigentlich im Schlaraffenland ist, wenn man mal so einen Container aufmacht hinter einem Supermarkt. Wir haben aber auch andere Läden gehabt, die uns unterstützt haben. Aber die Idee war wirklich, dass sie uns Sachen geben, die auch nicht mehr Mitarbeiter würden mit heimnehmen. Also, du bist ja Tauchlehrerin. Bist du jeweils in Container getaucht und hast rausgeholt, was dort drinnen noch findbar war? Ja, ist nicht schlecht, weil im Englischen heisst es ja Dumpster Diving. Das Container. Und das kommt aber von dem her, dass die Dumpsters, die sind einfach riesig, die Container in Amerika. Und dort springt man wirklich rein. Ich konnte das galant mit einem langen Arm rausnehmen. Ja. Was findet man denn so aus? Vor allem frische Sachen. Also zum Beispiel 20 Kilo Erdbeere, 5 riesige Wassermelonen, viel Gemüse, teils ein bisschen Brot. Aber das ist wahrscheinlich auch einer bei den Bäckereien noch. Und Blumen? Blumen, ja. Für unsere Vernissage haben wir wirklich den letzten Container, den wir aufgemacht haben am Abend vor der Vernissage, war voller Blumensträuße. Und ich habe dann schon fast gedacht, das ist irgendwie das ist ein komisches Spiel, das hat jemand extra rein getan. Aber ja, wir haben durch das wirklich ein Blumenbouquet gehabt. Jetzt, du kochst ja nicht mit Fleisch. Das, denke ich, findet man auch noch in grossen Mengen jeweils in diesen Abfallcontainern. Sondern du kochst sogenannt vegan. Vegan heisst ohne tierische Produkte, logischerweise kein Fleisch, kein Fisch, aber auch kein Anken, kein Käse, kein Eier. Nicht vom Tier, ganz einfach. Geht das? Ja, also natürlich für die Projekt, wo ich mit dem Abfall koche, ist das sicher der sichere Weg, oder? Dann ist es hygienischer, man hat kein Problem mit Salmonellen oder irgendwelchen Bakterien sonst. Viele von diesen Sachen, muss man sagen, tun wir natürlich wirklich kochen und so weiter. Also, es ist total auf der sicheren Seite. Ja, und sonst, meine Passion auch sonst als Köchin, also ich habe ja ein Catering-Unternehmen und bringe ein Kochbuch raus. Dort ist das die sinnvolle Ernährung für heutzutage. Ich frage mich, ist das ein Markt überhaupt? Finden die Leute das toll, sich nur von Grünzeug zu ernähren? Es geht ja eigentlich nicht darum, ob das jetzt alle gerade toll müssen finden, sondern es gibt doch sehr wohl neben den Vegetariern auch viele Leute, die sich vegan heutzutage ernähren. Aber ich sehe meine Aufgabe mehr in dem, dass ich eigentlich das öffnen möchte.
Und dass er aufzeigen will, dass ein veganes Menü ein Gourmet-Erlebnis sein kann. Und dass man durchaus auch als Fleischesser vegan essen kann und durch das gerade noch etwas Gutes für die Umwelt macht und sich etwas besser fühlt. Also soll öffnen eigentlich, nicht ausgrenzen. Jetzt habe ich immer das Gefühl, also du bist ja das beste Beispiel, dass vegane Kosten schöne Tage gibt. Und, aber manchmal ist der Eindruck, all die ja, so ein bisschen Leute, die jetzt nur Körnchen picken, die sehen am Schluss müde aus, haben Ringen unter den Augen, sind unterernährt oder falsch ernährt. Ist das alles nur ein Märchen? Also du meinst so Kupferwulenbast, genau. Gell? Ich glaube, das ist Vergangenheit. Doch auch. Ich meine, der Rolf Hiltl hat ja aufgezeigt, dass man ein vegetarischer Lifestyle cool ist und dass man fit ist. Und wir haben doch auch einige Hochleistungssportler, Leute, die Ultramarathon rennen, die hohe Leistungen erbringen mit einer veganen Ernährung. Also könnte man eigentlich andersrum sagen, alle die, die regelmässig irgendeinen Hamburger hinterher drücken, haben wahrscheinlich mehr Probleme. Das wollte ich nicht sagen. Gewisse Dokumentationen zeigen das. Aber ja, das muss jeder für sich selber wissen. Ich bin offen. Also jedem seinen eigenen Junkfood-Lebensstil. Was kann man denn alles basteln aus diesen Sachen, die in diesem Sinne jetzt aus dem Abfall kommen? Ja, also was ich immer eine tolle Challenge finde, eine Herausforderung, ist, einen Dreigänger zu kochen aus den Sachen, die man findet. Ich weiss noch, als ich das allererste Mal bin, fischen sozusagen, hat es einen Eisbergsalat mit Radieschen gegeben und nachher ein Risotto mit Pilz und zum Dessert haben wir noch Bananenglasse gemacht. Also man findet da sehr viele Bananen, die man gut einfrieren und dann mixen kann. Hat man super Bananenglasse. Also ja, ich finde, es ist vielfältig und man wird kreativ, oder? Man kann natürlich nicht das Menü planen wie im Restaurant, wobei man dort natürlich auch durch die Planung nie einplanen kann, wie viele Gäste kommen werden und man dort auch Food Waste hat. Wenn man schon mit dem Food Waste etwas macht, dann mit dem, was man fortschießt, das heisst, man muss wirklich kreativ sein und sich immer wieder auf die Situation einlassen. Ich frage mich, ich koche natürlich auch gerne zwischen mit Anken, brauche ein bisschen Nudeln. Das fehlt ja alles. Wie kann man das ersetzen? Es ist ja nicht so, dass es fehlt. Es gibt ja Margarine, es gibt tausend verschiedene Öl und so weiter. Das gibt es alles auch. Also man kann, ich würde nicht sagen ersetzen, sondern man kocht einfach anders. Es sind andere Geschmackserlebnisse, die die vegane Küche kann stiften kann. Haben die Leute auf das reagiert? Das heisst, haben sie auch Neues bei sich selber entdeckt? Jetzt am Blausch an gewisse Sachen, die sie so nicht gekannt haben? Also du meinst jetzt im Projekt. Restaurant? Mhm. Ja, es ist sicher ein grösseres Bewusstsein durch das bei den Leuten, die gekommen sind, zu essen passiert. Also viele haben es vielleicht auch als Herausforderung gesehen, oh, ich esse jetzt wirklich vom Müll. Aber viele haben es auch unterstützend gesehen, so, ja, ich finde das auch eine Sauerei, dass so viel weggeworfen wird und darum schließe ich mich da an und komme da essen. Und dann am nächsten Tag, ui, ich bin ja nicht krank geworden, ist alles gut gewesen. Und ja, also eben das Bewusstsein einfach ein bisschen stärken. Jeder kann eigentlich sein Food Waste daheim auf ein Null reduzieren, wenn er nur ein bisschen überlegt und seinen Einschrank ein bisschen mehr plant und nicht immer voll stopft. Hat es auch gewisse Auswirkungen auf den Körper, die man direkt spürt? Vom Containeressen, oder? Ja, nein, ich meine jetzt nicht im Sinn von Durchfall, aber vielleicht von anderen Ereignissen, die Verdauung anregen oder was auch immer. Vielleicht so mehr spirituell, dass man sich mehr ein guter Mensch fühlt, wenn man jetzt Abfall gegessen hat. Nein, aber also die vegane Ernährung, auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin mit 14 Vegetarierin geworden und habe vor 7 Jahren auf eine vegane Lebensweise umgestellt und ich habe noch mal viel mehr Power bekommen. Also, Laurin, jetzt geben wir einen Einführungskurs für, sagen wir mal, einen Zweifler, der sagt, schmeckt das auch wirklich? Hast du eine Idee? Ja, dir würde ich dann vielleicht schon eher so einen deftigen Tofu-Burger servieren. Mhm. Etwas vielleicht so ein bisschen Wirtschaftliches, oder? Oder jetzt etwas, was wir gerade im Studio machen können? Ein grüner Smoothie, meinst du vielleicht? Ein Smoothie? Aha. Ja, also, Also die grünen Smoothies, muss ich dazu sagen, für die muss man gar nicht Veganer sein. Da kann man durchaus sein Fleisch am Vorabend gegessen haben und am Morgen einen Smoothie trinken. Grosse Mode in Hollywood. Alle laufen mit Smoothies umeinander. Kann man das mal zeigen und demonstrieren? Ja. Wenn wir überwechseln zu unserem
Abfallmenü, das ist also auch alles nicht gekauft, sondern zusammengedreht aus einem Container. Nein, also ich gebe ja auch Kochkurs und unter anderem auch grüne Smoothie-Kurs. Und das ist jetzt frischeste Bio-Ware. Also, okay. Shirley, man muss ja auch noch ein bisschen Geld verdienen, ja. Neben dem Müllfischen, weil es war ja ein Gratis-Restaurant, das Müllrestaurant. Also die Leute haben gratis gegessen und ich habe auch gratis geschafft deswegen. Also jetzt machen wir so eine Smoothies für Anfänger. Da jetzt ein Mixer, der ist offenbar ganz wichtig, schon ein bisschen Wasser drin. Und was fallen wir jetzt da alles rein? Also eigentlich gehört in einen grünen Smoothie das sogenannte Blattgrün. Also wir reden hier nicht nur von Salat. Und ich kann die assistieren. Also wir gehen einfach da den Salat vielleicht mal rein. Schnell mit der Wurzel. Ohne die Wurzel, weil die hat vielleicht ein bisschen Stärke drin. Die kann man so. Ja, die tun wir da alles rein. Du kannst schon weiterfahren. Dann haben wir hier auch noch ein bisschen Spinat, oder? Mhm. Wenn nicht zu einseitig sein. Das tun wir auch drin. Und dann, wenn ich von Blatt... Entschuldigung, ist es viel? Nein, ist gut. Ist gut, ja. Aha. Genau so, 50-50, oder? Mhm. Eben, wenn man vom Blattgrün redet, meint man so Sachen da. Jawohl. Da kannst du von dem noch ein bisschen abzupfen. Mhm. Und, also den Senkel behalten wir für das nächste Menü. Die Rüebli, die haben wir nicht dabei. Aber vielleicht die gehören nicht rein, die haben Stärke drin. Rein. Aha, gut. Aber vielleicht noch ein paar Pfeffermünzblätter. Mhm. Die könntest du auch noch abzupfen. Dann schneide ich mal da ein bisschen Gurken rein. Ja. Gurken gehört mit dazu. Ja, für so einen Beginner-Smoothie. Eben, für mich. Gurken. Für mich richtig gemacht. Gurken, Bananen. Genau, dann wir gerade noch einen rein. Das kann ich schon mal machen. Super. Zum etwas Süßen haben wir hier noch ein paar Datteln entkernt. Gewisse Leute essen das auch den Avocado-Kern. Okay, sehr das ist gesund, aber zum das ist bitter, aber, das ist so Advanced Smoothie. Aha, das ist für Fortgeschrittene. Gut, also können wir das schon mixen? Ja, vielleicht noch ein bisschen Sesam, um das Ganze noch etwas cremiger zu machen. Mhm. So, und jetzt drücken wir da. Kannst du kaum erwarten, gell? Ja. Ich muss vorangehen. Jetzt wird der Knebel drauf gemacht. Genau, also jetzt müssen wir schauen, ob das schon. Und jetzt wird es, glaube ich, laut, oder? Genau, jetzt anscheinend darfst du ja mal nicht reden. Aha, darf ich mal nicht reden? Gut. Das ist gar nicht so laut. Warte noch schnell, nicht kippen. Das muss jetzt der Profi machen. Aha. Es wird fröhlich gemixt. Komm, nimm mal an. Es sieht schon. Lecker, oder? Vielversprechend aus. Braucht man da einen extra Mixer? Nein, ich habe Freundinnen, die haben mit dem Stabmixer sich grüne Smoothies gut, gemacht. Noch es geht einfach etwas länger. Ja, also jetzt probieren wir das dann mal auszuchecken. Genau, jetzt können wir also, so, ich habe schon mit dem ersten Finger mal ein bisschen probiert. Es ist dickflüssig. Es ist eine volle Mahlzeit. Genau, man isst es eigentlich als Mahlzeitergänzung. Also, man lässt die Mahlzeit aus. Aber man kann sich dünnflüssig, dickflüssig mixen, so je nach Gusto. Und jetzt bin ich nach einem frisch gestärkt. Jetzt muss ich es gerade probieren. Ich würde sagen, probiere doch dir das gescheiter. Ich wünsche einen guten und viel Spass dabei. Ihr dürft es ruhig rausspeuzen. Wie ist es? Schmeckt? Sehr gut. Also, dann können wir da weitergehen. Wir haben ja noch Notfallnummern für einen Arzt im Fall. Nein, das ist für dich. Wenn es das ein Problem sein. Das ist aber ziemlich gut, oder? Ein bisschen bitter zwischen ihnen. Ja, probieren. Und? Sehr luftig auch. Luftig? Ja, sehr luftig. Das ist ja auch im Magen so. Und in den Därmen wird es auch luftig. Man spürt ganz leicht Bananen. Ja, da ist eine Kennerin am Werk. Und ganz wenig Pfeffermünze, aber und vom ganz Salat wenig Pfeffermünze, das könnten wir noch variieren. Basis. Ja. So, okay, Geschmack. Also ist das Experiment gelungen. Ja, herzlichen Dank. Danke Lauren. Danke vielmals. Alles Gute.